Hallo liebe Kampfsportfreunde, Fight Manager TV. Ja, und heute geht's ums Profiboxen. Unser heutiger Gast ist Profiboxer. Sein Kampfrekord 14-0-0, 7 K.O.s davon. Ja, er ist Ex-WBO, Europameister und Self-Made Man. Herzlich willkommen, Mario Daza. Mario, schön, dass du da bist. Nimm doch Platz, sei mein Gast. Ja, wie geht es dir? Danke, mir geht's sehr gut und ich freue mich, hier zu sein. Super. 2 Jahre nicht gekämpft. Was ist passiert? Ja, ich habe 2 Jahre nicht gekämpft, weil erstens die nächste Paarung hat nicht gepasst. Da muss man ein bisschen nachforschen, was das Beste halt für mich wäre, auch für die Zukunft und natürlich auch für den Rekord. Da gab es halt ein paar Gegner, die wären in Frage gekommen und dann war halt auch immer die Frage bei mir, Cruisergewicht oder Schwergewicht. Weil immer die 10 Kilo runter abnehmen, das habe ich irgendwann nicht mehr geschafft. Also ich habe mich physisch irgendwann nicht mehr stark gefühlt und der Druck war auch einfach zu hoch für mich. Irgendwann. Warum hast du das gewählt? Warum bist du bewusst runtergegangen? Ja, mein Trainer damals, Bülent Bascha, wollte, dass ich im Cruisergewicht boxe, weil es war halt die Gewichtsklasse damals, weil ich hatte 98 Kilo, wurde aber irgendwie schwerer und schwerer immer. Das war natürlich Muskelmasse dann. Ja, ich sag mal so, mein Körper tut sich spät entwickeln. Ich habe auch einen Bart erst mit 25 bekommen. Aber jetzt gekommen. Und jetzt kommt langsam das Gewicht erst. Ja, okay. Ich habe mit Kickboxen angefangen, war bei 75 Kilo und irgendwie steigert sich das die ganze Zeit bis heute. Ich werde immer schwerer. Wo fühlst du dich wohler? Im Schwergewicht. Im Schwergewicht, ja. Das sind natürlich auch harte Brocken, die dann auf dich zukommen oder zukommen könnten oder zukamen auch. Schwergewichtsboxen ist aber auch die bekannteste Box-Gewichtsklasse, die eigentlich die meisten Leute sehen möchten. Ist das richtig? Also ich sage immer so, die schönste Gewichtsklasse sind immer die, wenn die leichten boxen, da siehst du immer das schöne Boxen, das Technische. Aber das Schwergewicht ist halt die Königsklasse. Ist halt, da kracht es halt ein. Wenn man da reinhaut, dann ist vorbei. Und ich glaube, die Leute, die lieben halt sowas zu sehen, wenn jemand K.O. geht. Obwohl Canelo, Pacquiao, Mayweather sind natürlich, wenn du die Boxen siehst, denkst du, boah, Wahnsinn. Also, was die für Hände haben, ja. Da kommst du nicht mehr nach, oder? Ja, das ist schon brutal. Also Canelo kann schon richtig gut hauen. Wie ist das? Klar, es ist natürlich das Thema, dass wir dich auch fragen. Du warst ja, glaube ich, in U-Haft. Ja, richtig. Was ist passiert? Ich war in U-Haft. Es ist so, ich habe in Dubai gelebt. Fehler gemacht. Ich würde eher sagen, falsche Leute. Wenn du erfolgreich bist im Leben, tust du auch automatisch schlechte Leute anziehen. Gute Leute wie auch schlechte Leute. Die mit dem Erfolg mitschwimmen möchten. Die mit dem Erfolg mitschwimmen möchten oder einfach was abnehmen wollen davon. Oder sagen wir mal abziehen wollen. Kuchen abschneiden. Und genau, und es ging halt um Lizenzen damals. Auch um geschäftliche Sachen, Rohstofflizenzen. Ich wollte halt mitschwimmen dann. Das hat man mir schmackhaft gemacht. Ja, und dann sind die Fehler passiert. Da kann man auch nichts dran ändern. Es ist halt so, wie es gekommen ist. Ich kann mich dazu jetzt auch nicht viel äußern, aber ja, klar. Ich freue mich auch, diesen Kampf durchzustehen. Und ja, es gab ja eine Art Blitzentlassung, da warst, ohne dass man dir irgendwas vorwerfen konnte. Ist das richtig, oder? Ja gut, Verdacht ist halt immer da, wenn man mit gewissen Leuten dann im Kreis ist. Ja. Man weiß ja nicht, zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was du machst. Ja klar, natürlich. Du hast mir auch in der Lizenz gesagt, dass du Journalist bist, beispielsweise. Ja. Das habe ich einem Anwalt auch damals gesagt. Oder ein Staatsanwalt, ich habe gesagt, so, hast du mir jemals deinen Ausweis gezeigt, dass du Staatsanwalt bist überhaupt? Nein. Also, das ist halt damals auch nicht gewesen. Die haben mir halt Unterlagen gegeben, Originalunterlagen, die halt gefälscht waren. Leider, und ich bin drauf reingefallen. Gut, hasse ich diese Leute jetzt heute oder nein? Ich sage eher nein, weil ich sage so, wenn man mit Feuer spielt, braucht man sich auch nicht, wenn man verbrennt wird. Absolut, absolut. Und ich würde halt sagen, gut, ich habe daraus gelernt. Ich war in Urlaub, das war eine schwere Zeit, weil ich auch natürlich ein Kind habe. Mhm. Aber ich sage, man muss halt psychisch stark sein. Also ich sage auch immer, es gibt immer so viele Leute, die so die Jungen coachen und sagen, hey, du kannst alles schaffen im Leben. Das ist ja auch mein Motto, du kannst alles schaffen im Leben. Ja, was du auch schon bewiesen hast mehrmals. Richtig. Jetzt auch wieder. Jetzt auch wieder, aber was man auch dazu immer sagen muss, man hat viel, wenn man erfolgreich ist, oder wie ich auch erfolgreich bin, hast du eine Verantwortung gegenüber anderen Leuten. Ich kann zwar sagen, hey, du schaffst alles im Leben, aber ich muss genauso hinzufügen, du schaffst alles im Leben, aber das Erste, was du machen musst, ist selber dich zu akzeptieren und stark sein und psychisch stark zu sein. Weil wenn du mal Geld verdienst, es ist auch schnell weg. Es kann schnell passieren, dass du wieder runterfällst. Du meinst, die Relationen passen sich dem Geld auch an, oder? Deinem Lebensstil, ist das richtig so? Richtig, der Lebensstil passt natürlich dein Geld an. Ich glaube, das ist immer so, dass man sich dann halt was gönnt. Aber ich will sagen, es kann auch Momente kommen, wo du Fehlinvestitionen machst oder falschen Leuten vertraust und dann fällst du wieder runter. Mhm. Und deswegen sage ich, man muss, bevor man jemand sagt, du schaffst alles im Leben, es kann wirklich jeder alles im Leben schaffen, sollte man sich selber erst akzeptieren. Warum? Weil wenn du mal fällst, musst du auch psychisch stark sein, es auszuhalten. Weil wenn du mal da oben bist und so viel Geld verdienst,
und es dann mal nicht hast, dann siehst du, wie die ganze Außenwelt dir den Rücken zudreht. Und aber du hast sicher auch Leute, die nach sowas zu dir gehalten haben, oder? Ja, eine Handvoll, ja. Aber das ist doch gut, das sind die Richtigen. Ja, genau. Aber ich war auch vorher schon eigentlich psychisch sehr stark, wo ich gesagt habe, gut, ich habe mir die richtigen Leute ausgewählt. Die weg waren, das habe ich mir schon gedacht, aber das ist für mich nicht schlimm. Also das ist auch kein Verlust für mich, weil ich sehe alles positiv. Ich will halt damit sagen, man muss halt, wenn man Erfolg ist und sagt, man kann alles im Leben schaffen, muss man erst mit sich selber zufrieden sein, auch ohne Geld. Im Reinen sein auch. Genau, genau, wie mit Geld. Und so ist auch im Boxsport. Wenn du in den Ring gehst, klar können wir verlieren. Das ist auch kein Weltuntergang. Es kann ja auch was Positives sein. Das kann ich ja noch stärker machen. Aber du musst halt, bevor du in den Ring gehst, musst du auch dir im Klaren sein, hey, du kannst verlieren. Du musst selber psychisch stark sein, wo du sagst, okay, das verkrafte ich, ich bin Kämpfer. Auch wenn man mal verliert, sollte man das sportlich nehmen, weil es ist im Endeffekt nur ein Sport. Aber man sieht halt auch, dass die Leute sich halt dann auch in der Hinsicht einfach wegdrehen. Absolut. Vorher bejubeln sie dich, wenn was Negatives ist, drehen sie sich weg. Ist das eine Mentalitätsfrage? Also ich denke mir, dass wenn man immer gewinnt, ist es schön. Wenn man zu gut gewinnt, heißt dann plötzlich mal schnell, ja, hier technisch nicht gut oder hier schwache Gegner. Wenn man dann aber auch gewinnt, dann heißt es dann auch wieder so, ja, war ein Glücksfall. Aber wenn man dann mal verliert, dann wird man auch ein bisschen ferngelassen, oder? Obwohl die Niederlagen machen dich doch stark. Im Kampfsport. Nicht bei jedem. Ja. Deswegen sage ich, man muss sich selber akzeptieren. Wenn man selber mit sich im Reinen ist und sich selber liebt, dann ja. Dann kann sein, dass du noch stärker aufstehst. Es war wie bei Klitschko gegen Berthold, Klitschko, Sanders. Sanders, Corey Sanders, genau, ja. Brauch der ist nicht ja reden. Stark zurückgekommen. Aber richtig stark. Sein Bruder hat ihn noch bestraft nachher. Ja klar, der bestraft ihn immer. Ich glaube, der bestraft ihn immer. Aber ich will damit sagen, es gibt halt so Leute, die werden dann extrem stark. Also die sagen, okay, ich habe verloren, ich habe daraus gelernt, es war eine gute Lehre und jetzt gebe ich Gas. Und so einer bin ich auch, weil wir können immer im Leben fallen, in jeder Situation, ob es in der Liebe ist, ob es mit der Familie ist oder ob es Freundeskreis ist oder im Geschäftlichen. Aber es ist nicht wichtig, ob wir hinfallen. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen und weitermachen. Mhm. Das ist das Allerwichtigste im Leben. Wie sieht es aus? Es ist gerade so ein Trend mit beispielsweise Felix Sturm, auch Marco Huck, den haben wir jetzt auch lange nicht mehr gehört beispielsweise. Findest du das gut? Also ich meine, in der Schweiz zum Beispiel gibt es eine Regelung, dass man bis 39 Jahre oder 38 Jahre boxen kann und dann verliert man die Lizenz oder darf nicht mehr aktiv boxen, dass die Leute noch am Start sind. Klar, wir sind hier alle mittlerweile sehr gesund, sehr sportlich unterwegs, aber die Paarung, die es dann gibt, 25-Jährige gegen 45-Jährigen, was hältst du davon? Also ich finde sie gut, weil ich denke, wenn wir Mike Tyson, Roy Jones anschauen zum Beispiel. Das fand ich... Also komm, wie Mike Tyson sich noch bewegt mit dem Alter und alles, was er auch erlebt hat. Ja. Also sensationell, muss man echt Respekt und Hut abhaben. Das ist ein Tier. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Klitschko heute noch 90% wegknallen würde. Und da ist das Alter, glaube ich, im Schwergewicht, sagen wir es mal so, im Schwergewicht, ist das Alter, spielt eine Rolle, aber ich glaube nicht so eine große Rolle. Ich glaube noch immer, dass auch ein Joshua oder auch mit 40 noch extrem gefährlich sein können für einen 25-Jährigen. Ich würde eher sagen, dass der 25- oder 28-Jährige vielleicht unreif ist und noch nicht im Schwergewicht, du wächst und wirst stärker erst mit dem Alter. Ja. Das ist wie ein alter Rotwein. Desto älter ist, desto besser ist er. Ja, da reift er erstmal. Ja. Ich glaube, da gibt es schon so ein Alter zwischen 32 oder ab 30, würde ich mal sagen, bis 45, die Zenitzeit im Schwergewicht. So sehe ich das. Das sind einfach auch dann die erfahrenen Leute, oder? Ja, so ein bisschen. Du bist auch ruhiger mental. Es geht ja nicht nur um die körperliche Stärke, sondern um das Mentale, was du hast. Du gehst nicht nur noch vorne rein und geradeaus und bekommst auf die Nase, sondern ja, du gehst mal Umwege, aber die sind vielleicht besser, als wenn man hier nur immer den Kopf hinhält, oder? Richtig, weil ich merke es ja selber, wenn ich mal einen Schlag bekomme, will ich auch gleich marschieren. Ja. Aber da ist doch, wenn man reif ist, älter ist, dann ist man ruhiger und wartet ab auf den Moment. Ich habe zu einem Schlag, habe ich auch gehört, ich habe mal natürlich Informationen reingeholt. Du hast auch wirklich eine gute, harte Rechte und wenn die trifft, dann ist vielleicht schon Feierabend, ne? Also, ja, ich weiß, dass ich harte Hände habe, ich habe meine Rechte schon sehr hart. Nur das Problem ist, man muss sie auch treffen. Absolut. Auch also die Koordination. Ich meine, einfach nur stark schlagen ist eine Sache. Man muss auch, da ist die Distanz, der Weg, die Geschwindigkeit spielt alles eine Rolle. Geschwindigkeit, Distanz und Kraft habe ich. Man muss halt noch manchmal den Weg finden, das Ruhige, aber das kommt auch im Alter, mit der Erfahrung, mit viel Training und Disziplin kommt das auch. Wie nehmen dich die Leute jetzt wahr, auch mit den Boxverbänden, dass du jetzt eigentlich, du bist eigentlich schon zurück, ist das richtig? Ich bin zurück, natürlich. Du bist zurück, du hast deine Lizenz, wann möchtest du das nächste Mal boxen? Wen möchtest du boxen? Also ich wollte ja schon im Juni, Juli boxen, aber Corona hat einen Strick mir verbreitet, also ich konnte nicht boxen. Ich habe einen Wunschgegner, das ist Marco Huck. Aha.
weil 20. August hat er, glaube ich, im August 20 hatte er den letzten Kampf. Genau, gegen Lewandowski war das, glaube ich. Ja. Ja, ich würde gerne gegen Marco kämpfen. Ich denke, der Kampf ist auch realisierbar. Mhm. Der könnte auch bald stehen, aber es kommt halt, der ganze Umfeld muss halt auch passen. Corona muss passen, ich möchte halt Zuschauer gerne drin haben, weil ich möchte etwas auch dem Boxsport zurückgeben. Die Show muss auch gut sein. Ja, wir haben uns Show, auch mal im Vorfeld Event. Mal schon unterhalten ja. gehabt und wir sind beide davon begeistert, wenn das Rundum-Programm richtig geil ist, oder? Also wenn ich boxe, dann wird es ein Riesen-Event. Das kannst du vergessen, weil ich brauche schon eine Bühne irgendwo. Ja. Ich will schon sagen, dass irgendwo sage, ich das Boxen ist eine Sache, aber ich will auch, dass die Leute kommen, die zahlen Geld, die zahlen fürs Ticket und dann sagen die, naja, okay, jetzt hat er geboxt. Klar, es gibt auch so viele, wo nicht so viel Ahnung haben vom Boxen, aber gerne zum Event gehen. Und ich möchte, wenn ich boxe, dass die Leute auch sagen können, hey, ich habe vielleicht keine Ahnung vom Boxen, aber es wird ein cooles Event. Aber ich wurde gut unterhalten. Genau, die gehen hin und sagen, geile Show und ja. das ist cool, das hat sich, jeden Cent hat sich gelohnt. Das ist gleich, wenn ich zum Schubeck gehe in München, zum Ding, wenn ich bei ihnen essen gehe, dann passt es, da ist auch eine Show. Absolut, da. Ja. Und das ist das halt, was ich den Leuten geben möchte, weil ich finde, die Tickets sind ja auch nicht gerade günstig. Nee, das stimmt. Ist so. Und manchmal kann das auch schnell zu Ende sein. Ich glaube schon viele Kämpfe von der ersten und zweiten Runde zu Ende sind. Ja, was dann schade leider war es ja traurig. Ja, also aber wenn das Event passt und alles, dann denke ich, dass das eine faire Sache ist. Ich habe auch bei Klitschkos, wenn die geboxt haben, war ich auch schon oft als Gast da. Ja. Es ist einfach schön, es macht halt Spaß. Ja, auf der Showparty und alles. Ja, das gehört auch dazu. Also ich denke mir auch, die, was auch wichtig ist, was ich total toll finde auch, was wir auch schon mal besprochen hatten, deine Undercard, die soll so hochkarätig sein wie der Hauptkampf. Also da sollen Leute sich gegeneinander treffen, die sich einfach richtig schön herausfordern. Ist das so? Ja, ich würde mal so sagen, so gut wie der Hauptkampf, ich sag's so, ich bin schon also Schläger ein bisschen. Es kann sogar sein, dass es besser wird, also technisch gesehen. Braucht man nicht sagen. Ich weiß, was du meinst. Aber ich würde halt sagen, ja, ich habe die Boxer, die im Vorprogramm boxen werden bei mir oder bei uns dann, die werden nicht geschont. Also ich möchte, dass der Titelkämpfe sind und ich tue sehr viel Wert darauf legen, dass es auch den Boxern was bringt, dass es im Ranking sie hochschleudert ja. und nicht irgendjemand boxen, wo man weiß, okay, entweder es ist eine Überraschung oder, ja. oder es ist klar, wer gewinnt. Das wird nicht passieren. Also da wird niemand geschont. Wenn jemand boxen möchte bei uns im Vorprogramm, dann bedeutet es das auch, dass er verlieren kann. Das ist eine 50-50-Show. Ist ja auch eine Ambition, oder? Ich denke mir auch, ich will die Besten boxen und da muss ich halt den Kauf nehmen, dass vielleicht ich auch mal einen Kampf verliere, oder? Ist ja richtig so, sonst ist es ja wie im Ding, man dreht sich ja nur im Kreis sonst. Man bewegt sich, aber dreht sich halt einfach nur im Kreis. Das ist es und das bringt doch im Endeffekt dann auch nichts. Du bist zwar aktiv, du boxst, aber im Endeffekt ist wie nichts. Ist wie ein lautes Auto, viel Lärm um nichts. Absolut. Wie ist das mit den Promotern oder mit den Leuten um dich rum? Ich meine, wie gesagt, wenn man jetzt natürlich auch mal im Gefängnis war, dann gucken dich die Leute vielleicht ein bisschen schräg an. Spürst du da was oder wie wirst du da wahrgenommen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nach der Haft, ich meine, die haben ja, also es war schon ein bisschen brutal, also dieser Rufmord, würde ich jetzt mal sagen, also die Presse hat schon richtig Gas gegeben. Ich sage nicht, dass es jetzt verkehrt war von denen, die müssen halt was schreiben, das ist auch in Ordnung so und es kann nicht immer positiv sein. Ich habe viel gespürt, muss ich sagen, aber von den Leuten, die mich kennen, persönlich auch, habe ich nichts Negatives gespürt. Da habe ich halt eher Rückhalt gespürt, gesagt, hey Mario, ich kenne dich schon jahrelang, du warst immer da. Du warst immer korrekt zu uns. Okay. Für uns hat es kein Gewicht. Du bist ja auch da, wenn du da drin sitzt, jetzt beispielsweise, hast ja keine Möglichkeiten. Du bist ja. In 8 Quadratmeter, machst nichts. Eben, du kannst nicht zurückschreiben oder du willst vielleicht kein Statement geben. Was ist die beste Motivation? Also blendest du aus und sagst, ich lese keine Zeitung mehr, kein Abo bitte mehr oder wie machst du das? Also, das ist schon interessant auch zu wissen. Also. Ich sag's mal so, du bist in 8 Quadratmeter. Mich haben viele Leute drin auch gefragt, wie ich das mache, weil zuerst das Luxusleben und dann in 8 Quadratmeter neben deinem Kopf ist das Scheißhaus. Ja. Weißt du, und in Bayern ist das Gefängnis noch ziemlich hart, also härter als in den anderen Bundesländern. Ja. Ich würde halt sagen, es fängt halt alles bei sich selber an im Kopf, wie viel man im Reinen mit sich selber ist. Mhm. Es sind, ich finde, der Knast, der bricht viele Leute. Ja. Und besonders wenn, auch in meinem Fall, auch es gibt mehrere, nicht nur mein Fall, mehrere Leute, die haben Kinder. Ich glaube, dass das die schwerste Situation im Leben ist oder ein Prüfstein, wo, wie stark bist du eigentlich? Wie stark bist du mental und psychisch? Mhm. Ich habe Glück, dass ich immer positiv denke und dass ich mir immer denke, die Zeit schlägt jeden und irgendwann vergeht die Zeit.
Ist so, ja. Und man muss sich an sowas festklammern und mir hat das Training und das Boxen auch in Haft sehr viel geholfen. Du hast also da auch aktiv trainiert und hast... Erstmal habe ich viel hast alle verkloppt dann, oder? Nee. Oder wollten sie sich messen mit dir? Nee, trainieren durfte ich leider nicht. Durfte auch niemand trainieren dort. Das hat mir die Sicherheit dort klar gemacht sofort. Okay. Habe ich auch sofort respektiert, nicht, dass sie sich verkloppen dann. Ja. Ich habe jeden Tag Liegestütze gemacht. Also jeden Tag, also viele. Und Sit-Ups habe ich gemacht. Ich habe Schattenboxen viel gemacht. Habe immer Sachen zusammen gebastelt. Die wurden mir natürlich auch weggenommen, aber ich habe es immer wieder gemacht. Es ist schwer, wenn du sagst, du bist um 8 Quadratmeter, du kannst dich nicht bewegen. Es gibt nur ein Fernsehen. Und sonst nichts, du hast eine Stunde Hofgang, dann gab es halt bei mir nur Klimmzüge, Liegestütze und Schattenboxen. Ja. Aber der Gedanke, in einer Traumwelt zu leben, zu sagen, wenn ich rauskomme, ich boxe, ich stehe wieder im Ring, ich sehe meine Familie wieder. Du hast eine Perspektive. Genau, ich sehe meine Familie, mein Kind wieder. Und wenn ich an das gedacht habe, ging es mir immer gut. Mhm. Und ich habe jeden Tag dran gedacht. Diese positiven Gedanken tragen einen Menschen eigentlich und setzen ein Ziel, oder? Auf jeden Fall. Also ich sage immer so, dass wir mit unseren Gedanken und mit unserer Art unser Wohlbefinden steuern. Ist ja klar, wenn einer nervös ist und immer den Stress an sich lässt, wird der irgendwann krank. Absolut. Und dann gibt es halt Menschen wie ich zum Beispiel, die, auch wenn es negative Sachen sind, die es nicht so an sich ranlassen, die immer positiv denken. Zum Beispiel auch aus dieser Haft habe ich was Positives rausgenommen. Ich weiß viele Sachen mehr zu schätzen heute. Mhm. Und es hat mir einfach mehr einen Anreiz gegeben, mehr zu kämpfen. Und Kampf meine ich nicht nur im Boxring, sondern auch außerhalb des Boxrings. Ja, in allen Belangen, oder? Sich an Regeln zu halten auch. Sachen viel ernster zu nehmen, mehr Wert zu schätzen, was man auch hat oder hatte. Und einfach vorangehen. Und ich finde es halt schön, wenn man dann wieder fällt und es wieder schafft und nicht aufgibt. Ja. Weil das ist doch die Message, die man... Was soll ich euch noch zeigen? Ja, klar, auf die Schule geschmissen. Schlussendlich machst du es für dich. Ich bin safe mit Millionär geworden. Für dich, genau. Dann bin ich gefallen, stehe wieder auf. Ja. Man kann es schaffen, wenn man fest an etwas glaubt und an sich selber. Aber zuerst muss man mit sich selber im Reinen sein. Wenn man sich selber liebt und akzeptiert, dann bist du gegen alles gewappnet. Dann kann es auch Marco Huck sein im Ring oder ein Klitschko oder ein Joshua, ist egal. Wenn du selber mit dir klarkommst und dir die Außenwelt egal ist, was für ein Input sie dir geben, dann hat der Prozess in dir selber begonnen und du bist für dich selber unaufhaltsam. Das ist super. Wie ist mit... wo du dann rausgekommen bist, haben sie sich dann wie Geier auf dich geworfen oder gab es dann ein großes Tamtam oder hast du dann ein Statement auch gegeben? Ich habe noch kein Statement abgegeben, sollte ich auch von meinem Rechtsanwalt her noch nicht. Wir warten noch bis zum nächsten Kampf. Wir nehmen halt die Presse gleich wieder mit, aber wir warten noch, was die Staatsanwaltschaft natürlich sagt, dass wir reden können oder nicht, weil es gibt ich glaube, der Ermittlungsbericht ist ja noch gar nicht abgeschlossen, es gibt ja keine Anklageschrift noch nicht. Und ich bin selber gespannt, was da rauskommt. Klar haben sich die Leute auf mich gestürzt, aber wie soll ich dir sagen, der Rücken ist immer eine Mailbox. Die Leute trauen sich nie, dir was ins Gesicht zu sagen. Obwohl, wenn du sagst zu mir, Mario, du bist ein Arschloch, sag ich, das hört sich gut an. Okay, Stefan, dann ist es halt so. Ja. Warum findest du, ich bin ein Arschloch? Dann möchte ich dich fragen, aber ich würde nie sagen, hey, was, wie redest du mit mir? Sowas mache ich nicht. Und die Leute auf der Straße, die Leute, wo schlecht über mich reden, das ist mir egal, mir ist das wurscht, weil die es mir nicht ins Gesicht sagen. Ja, viele. Ja, ich höre so viele Sachen, aber wenn ich sie sehe, sagen sie, hey Brudi, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte dir schreiben, aber ich konnte nicht. Aber es ist egal. Aber der Ansatz ist schon mal da. Also ich meine, wenn man das so miterlebt, wenn die Leute sagen, ja, ich wollte Kontakt mit dir aufnehmen, die haben trotzdem an dich gedacht. Ob jetzt das stattgefunden hat oder nicht. Das, das reicht mir auch schon. Positive Vibes, oder? Die rüberkommen. Mir reicht es schon. Ist das so? Du nimmst es so wahr auch. Genau, gell? Wenn der in dem Moment mir sagt, ich wollte dir schreiben, auch wenn er es gar nicht wollte, nehme ich es positiv auf, weil ich denke, cool, danke, weil das sagt er mir doch. Das zeigt er müsste es dir auch nicht sagen. Muss er nicht. Aber ich finde es cool, dass er es mir sagt. Das heißt, er denkt ja positiv über mich irgendwo. Und ich nehme eigentlich nie irgendwas jemand böse, ich nehme alles positiv eher. Wenn jemand zu mir kommt und ich weiß, okay, vielleicht hat er auch schlecht geredet über mich und sagt, hey Mario, wie geht's dir? Bin ich ihm dankbar, dass er mich gefragt hat, wie es mir geht, auch wenn es eine Lüge sein sollte. Natürlich. Ist egal. Aber ich bin im Moment, gibt er mir positive Vibes. Und deswegen sage ich ja, die Menschen regen sich oft auch für nichts. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Das Leben ist positiv. Wir können sehen, wir können riechen, wir sind gesund. Pötötötö, manche Leute nicht, leider. Absolut, ja. Aber gerade für die sollten wir es genießen und natürlich auch dankbar sein für das, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Ja. Ich bin wirklich dankbar. Ich bin dankbar, dass ich lebe und ich bin dankbar, dass ich gesund bin, Augen habe, laufen kann und diesen Sport machen kann. Dafür bin ich unheimlich dankbar. Also schöne poetische Worte zum Schluss. So. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch schnell wissen, also Marco Huck,
den möchtest du schon schlagen, oder? Da möchtest du was, das, was geht. Also du möchtest unbedingt mit ihm in den Ring steigen. Wird das einfach ein Profikampf sein oder geht es da um was? Also, das werden wir sehen. Er hat ja jetzt, glaube ich, die EBU-Europameisterschaft. Ich glaube, die haben die Versteigerung gewonnen oder irgendwas. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ja. Könnte sein, dass es um was geht. Und wenn nicht, geht es um trotzdem was. Von Marco Huck muss man sagen, er ist schon irgendwo schon eine Legende in Deutschland geworden. Captain Huck, ja. Ist er. Absolut. Braucht man nicht sagen. Er ist ein großer Kampfrekord auch. Gefährlicher Kämpfer. Ja. Ich sage, er schöpft sein Potenzial nicht aus. Er hat das Potenzial, noch viel, viel stärker zu sein. Ja. Ich bin froh, dass er nicht ganz ausschöpft, wenn ich gegen ihn boxe. Er ist ein starker Gegner, natürlich will ich ihn schlagen. Also das wäre rein, nur deswegen gehe ich in den Ring. Ich gehe in den Ring, weil ich ihn schlagen möchte, weil er einen Namen hat und weil er stark ist. Das weil heißt, ich kann auch nicht mehr. Wie soll ich ein Beispiel sein oder wie soll ich irgendwas wieder gut machen im Leben, wenn ich sage, okay, ich nehme einen Aufbaugegner, das brauche ich nicht mehr. Ich bin 14-0, entweder ich gehe rein, ich kämpfe und kämpfe, weil es mein Sport ist und es ist egal, wie der Gegner heißt, oder ich kämpfe nicht. Fertig. Ich werde auf jeden Fall den Marco Huck auch einladen. Marco Huck, hier, Fight Manager. Sonst kannst du vielleicht was so in die Wege leiten. Ich kann ja mal fragen. Das wäre auch noch spannend, die andere Seite immer zu hören auch. Ja, dann habe ich jetzt schlussendlich, vielen Dank für das Gespräch natürlich. Sehr ich lasse dich aber noch nicht gehen, weil ich habe immer so eine schöne Challenge. Das sind zwei Dinge. Erstens, du zockst gegen mich Street Fighter. Da ist schwer natürlich. Oder hier, du haust auf unseren Boxer. Drei Versuche. Das Spiel heißt Beat the Brazzo. Deine Wahl? Ich will mal, ich habe da noch nie dagegen gehauen. Muss ich ehrlich sagen. Und ich würde gerne mal dagegen hauen. Ja, liebe Kampfsportfreunde, Beat the Brazzo. Here we go. Ja, liebe Fight-Manager-Freunde, wir haben eine Entscheidung. Das Spiel heißt Beat the Brazzo. Mario Daza am Start hier. Gehen wir mal zum Automaten. Der Boxer ist bereit für dich. Ich drücke, du schlägst. Lass dir Zeit. Here we go. Schlag Nummer 1. Oh, der war nicht schlecht. Das, oh ja. Wir sind auf jeden Fall auf sehr gutem Weg. Rocky, das war ein guter Schlag, sagt der Automat. Da sind wir auf jeden Fall schon sehr gut dran. Schlag Nummer 2. Oh, der hat richtig geknallt. Ich könnte, ich wäre jetzt. Jetzt habe ich Angst um den Rekord. Ohoho! 900. Bist du King Kong oder was, sagt der Automat. 968, das ist mal eine richtig gute Nummer. Mario, jetzt schlag den Rekord. Ich bin begeistert. Wir müssen ganz kurz warten. Ja, lass dir schnell Zeit. Wir lassen ein bisschen die Macarena laufen hier. Der Weg ist aber schon sehr gut. Also das. Das regt mich jetzt auf. Ich will dir jetzt treffen. Wir sind bereit. Oh, der war richtig. Der hat geknallt. Liebe Zuschauer, einfach ich stehe daneben. Ich höre das. Trotzdem wahnsinnig gut. Neuer Weltmeister bist du auf jeden Fall hier schon. Ja, Mario Daza, das war's. Wir haben den Rekord noch nicht geknackt, aber es hat also wirklich reingeschlagen. Also, das nächste Mal der vielleicht. Boden unter mir hat vibriert, das ist schon mal gut. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich würde meinen, wir verabschieden uns jetzt vom Publikum. Haut rein!